Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin halt wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Raid. Ich habe das schon mal gespielt. Da sind wir wieder. Ich musste gerade ein Update runterziehen. Ungefähr 102 Megabyte war das groß. Ja, jetzt müssen wir halt nur Spiel laden. Logo. Dann geht's los. Ich weiß gar nicht mehr, wie weit ich da bin, weil das habe ich auch damals nur runtergeladen, gespielt und ich glaube danach habe ich noch ein, zweimal gespielt, danach nicht mehr. Weil ich spiele überwiegend meine Spiele, wie heißen die? Zero City, Hostel und American Dead und Clash of Clans. Das sind so die vier Spiele, die ich mal spiele. Also American Dead, Zero City und Castle, Hostels oder Hostels Castle. Das sind eigentlich die gleichen Spiele. Da baust du halt deine Basis auf, also was heißt Basis? Dein Haus baust du auf. Und dann bildest deine Leute aus, dann müsstest du Krieg führen gegen andere, naja. Habe ich auch schon mal gespielt und gezeigt. Auf jeden Fall sind wir jetzt über Raid, Shadow Leaks. Das ist so eine Art wie bei, ja, genau, halt so eine Art. Dann sammeln wir erstmal die Punkte ein. Sammeln. Goldpass holen brauchen wir nicht. Ist auch noch mein alter Stand. Ist gut. Hier sieht man auch, 3 Tage habe ich gespielt. Also einmal da, wo ich die Aufgabe hatte, 10 Minuten lang spielen und danach habe ich noch 2 Mal gespielt. Aber bin wirklich nicht weit gekommen. Habe ich Sound überhaupt drin? Oh. Hab mich schon gewundert, warum ist das so leise? Mehr lesen. Na gut. Neuigkeiten, da war ich doch gerade schon. Einsammeln, laden, gratis, auch noch ein gratis. Ja, mit den Splittern kannst du halt Leute beschwören und dafür ist das Portal dann da. Ich habe jetzt hier 2 Splitter sogar. Und nochmal, also es kostet den Splitter und nochmal Geld. Das sind jetzt diese epischen oder raren Charaktere. Oh, ein Wildschwein. Jetzt kann ich mal hier rausgehen und in meinen Index gucken. Da habe ich halt 4 Helden. Den einmal. Den.
Wer leuchtet denn noch so hell? Ah, die waren hier. Also die drei, der eine da oben. Ja, die drei. Habe ich halt hiervon Bannerlords. Dann gibt es die Hochelfen. Hier habe ich jetzt einen neuen Ork. Das war, glaube ich, der Schwein. Oh ne, hier. Ork. Stand der Ork? Ork. Orden. Der heilige Orden. Der heilige Ork hört sich auch gut an. Und der gewöhnlich. Dann haben wir hier Skinwalker. Das ist bestimmt der Schwein. Der Schwein, das Schwein. Sieht komisch aus. Und dann habe ich davon noch zwei. Da habe ich noch fünf. Da auch noch zwei Orks. Ein Dämonenblut, zwei untote Horde, zwei Dunkelelfen. Ach, die sind neu. Ja. Ich kann sehr viel kämpfen. Ich glaube, ich habe 1008. 14 Minuten geht das hier noch. Schnell einsammeln. Ausrüsten. Weiter. Ausrüsten. Weiter. Ausrüsten. Weiter. Und noch zwei Plätze habe ich, denke ich mir mal. Na gut, wir machen jetzt erstmal eine Schlacht, eine Kampagne. Wir müssen noch schnell die Beine einsammeln. Und wo sind wir? Haben wir geschafft, geschafft, geschafft. Hier bin ich stehen geblieben. Wer die Story sich anhören möchte, der kann ja das Spiel sich runterladen. Das wird mein Chef. Ah, hier sind die Sachen. Ich kämpfe gegen Grün und Blau. Also ist am besten Blau und vielleicht ein Roter. Und ein Lila nehme ich auch immer mit. Blau und nehmen wir den Roten mit. Der hat zwar nur zwei Sterne, aber macht der ist auch Level 1. Oh, scheiße. Da habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Ich habe gar nicht mehr auf die Levels geschaut. Automatik. Zweifache Geschwindigkeit. Oder doppelte Geschwindigkeit. Der hier oben, wo die Nummer steht, das ist halt das Level. Die sind Level 8. Das sind blau und grün zurzeit. Mein roter, der ist gleich down. War auch klar, der ist Level 1. Ich weiß gar nicht, warum ich den mitgenommen habe. Weil ich das natürlich vergessen habe. Ja. Die gelbe Leiste ist immer, wenn die hinten ankommt, dann ist der dran. Mit dem nächsten Schlag. Gleich ist die dran, wenn der voll ist. Jetzt ist sie dran und dann geht's wieder von vorne los. Ei, 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 ei. Wir haben es aber geschafft. Wir sind weiter.
Ich habe eine neue Waffe. Also es zeigt dir immer an, wenn was besser ist, halt mit dem roten Punkt. Dann wäre es halt besser, das zu wechseln. Ja. Und dann geht das ganze Spiel halt so weiter. Mission, Herausforderungen. Dann kannst du noch. Oh, ist fertig. Dann kannst du noch PvP machen. Aber da bin ich wirklich ein bisschen zu schlecht noch für. Wir können ja mal einen PvP-Kampf machen. Einmal kurz überlegen, wo es war. Was war das gewesen? Ergebnis. Ereignis, Ergebnis. Ja. Oh, hier kann ich 14 Sachen einsammeln. Den kann ich nicht einsammeln. Ich habe so viel Gold. Ah, 10 Goldmünzen. Ich glaube, die Goldmünzen, die waren für PvP gewesen. Aber wo war das gewesen? Clan, Champions. Champions war das gewesen. Schnell nochmal Epic aufrufen. Was für ein schöner Charakter da jetzt rauskommt. Okay. Naja, schön, nicht direkt. Aber selten. Epic. Oh, ich habe meinen ersten Zwerg. Ist ja genial. Slots. Ah. Komm, 40 Diamanten. Jetzt kann ich ein paar mehr 10 Leute mehr rufen. Den habe ich doch schon, oder? Egal. Noch ein Epic. Schön, schön. Aber wie war jetzt das mit PvP? War das hier? Nein. Taverne, großer Saal. Ich weiß es nicht mehr. Oder war bei denen das hier PvP gewesen und das kann ich ja später. Ich meine, ich hätte schon mal PvP gespielt. Oder ich habe mich geirrt. Kann ja natürlich auch sein. Das wäre ja auch nichts Neues, wenn ich mal was mir falsch merke. Bestätigen. Zeit bis zum nächsten Level, okay. Ja, dann lassen wir den da mal drinnen stehen. Schauen wir uns mal schnell die neuen Charaktere an. Mein Epic, das war die Frau, genau. Und dann haben wir das Krokodil. Und die komische Frau war das hier. Und den Zwerg. Mein erster Zwerg. Gut. Und das war es mit dem Spiel für heute. Ich bin gespannt, was morgen kommt. Dann wünsche ich euch schon mal einen schönen Tag. Ah, erstmal muss ich noch mein Ticket abholen. Beenden. So, jetzt. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.
Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.